Wunderschönen guten Tag. Wir kommen bei 3H. Wir sind unter anderem der Distributeur für Melco. Ist ein Server, Streamer, Ripper, also ein Tausendsasser und ist, man nennt sich, sag ich mal, Melco N1. Das ist die neue Serie. Die Melco N1 S38, das ist das neue große Paradepferd. Es gibt jetzt, heute, zum ersten Mal präsentiert in N5. Das ist der kleinere Bruder oder die kleinere Schwester. Etwas abgespecktere Version, aber auf die gehe ich jetzt gleich noch ein. Traditionell, wie man es von vorne kennt, das normale Display, so wie es die früherigen Geräte auch schon hatten. Allerdings mit einem komplett neuen Innenleben im Vergleich zu den älteren Modellen. Wir haben einen deutlich größeren RAM-Speicher, dadurch bleibt noch Luft nach oben. Das heißt also, wir werden noch das ein oder andere Feature bekommen. Ansonsten haben wir hier, wie der Name schon sagt, eine S38, eine Solid-Festplatte mit 3,8 Terabyte on board. Wohlgemerkt eine, die keinen Trimming-Effekt hat. Trimming-Effekt heißt, dass eine Festplatte, eine Solid-Festplatte immer im Hintergrund hin und her kopiert, um gleichmäßig die Festplatte zu verschleißen. In dem Augenblick hier, wie gesagt, ist das der Festplatte abgewöhnt, um eben klanglich besser zu sein, um eben keine Ressource des Rechnerchips abzuziehen. Ja, ansonsten, das Melco fungiert über USB-Ausgabe zu einem DAC als Streaming-Player. Ansonsten haben wir den Player-Port auch. Das heißt also, Sie kommen mit LAN von zu Hause aus der Wandsteckdose an, können dann eben auch, wenn Sie schon einen Streaming-Player haben, über den Player-Port weiter mit einem RJ45-Netzwerkkabel zu Ihrem Endstreamer gehen und den dann natürlich mit der normalen App bedienen. Und wenn Sie ihn über USB aktivieren als Renderer, dann eben mit der Melco-eigenen HD-App bedienen. Was ist bei diesem Modell neu? Eine komplette neue Architektur, ein komplett neues Motherboard im Vergleich zu früher. Wir haben hier jetzt zum ersten Mal wirklich auch ein lineares Power Supply mit integriert. Also hier ist ein Ringkern-Trafo drin. Wir haben komplett neue Buchsen hinten auch mit verbaut. Das heißt also, früher waren die Buchsen eben mit auf dem Board drauf, jetzt sind es einzelne Buchsen und eben einzeln dezidiert. Was wir noch haben im Vergleich zu den anderen Modellen, ist, wir haben für eine External Clock eben einen Eingang noch, um hier nochmal Luft nach oben zu haben. Das kleinere Modell, man sieht es schon, etwas einfacher auch gehalten, mit einem normalen Deckel, eben nur vorne an der Front die Backen, hinten nicht mehr. Ich habe etwas weniger USB-Eingänge, die sind aber rootbar. Das heißt also, ich kann meine Festplatte andocken. Dann werde ich gefragt, was möchte ich mit dieser Festplatte tun? Backup zum Beispiel erstellen oder als externes Laufwerk mit erweitern. Das kann man dann alles über das Menü freischalten. Ja, ansonsten habe ich ein etwas einfacheres Netzteil als hier. Das heißt, in dem Augenblick natürlich auch von der Performance her bin ich qualitativ ein wenig oder bin ich leider unter ihm. Also es ist nicht nur ein wenig, sondern es ist deutlich wahrnehmbar. Aber natürlich gerechtfertigt auch für den Preisunterschied. Hier hingegen im Vergleich zu dem Gerät habe ich jetzt keine Solid-Festplatte, sondern habe hier eine drehende 5-Terabyte-Festplatte. Also eine ganz normale HDD. Ja, ansonsten, Features sind identisch, das heißt also, die Geräte können alle, auch selbst das Kleine, was ich Ihnen nachher noch vorstellen werde, können alle Geräte das Gleiche an Aufgaben erledigen. Wie gerade auf der anderen Seite schon angesprochen, haben wir natürlich auch noch andere Geräte, etwas kleinere Geräte. Hier haben wir eben auch wieder unterschieden in S38 für Solid State und eben H60 in dem Falle für eine 6 Terabyte. Hier drüben hatten wir 5 Terabyte, hier haben wir 6 Terabyte Festplatte. Da eben, wie gesagt, die 3,8 Terabyte Festplatte. Wir haben hier intern ein Schaltnetzteil, also komplett anders aufgebaut als hier drüben. Haben wir in beiden Geräten identisch. Das heißt also, hier würden Sie, wenn Sie jetzt den Unterschied hören wollen, würden angeschlossen mit demselben Leadgut, würden Sie wirklich die Festplatte alleine als den klanglichen großen Unterschied eben wahrnehmen können. Und ja, da am besten, wie gesagt, beim Händler des Vertrauens das Ganze mal angehen. Wenn wir jetzt hier gleich auf die linke Seite rübergehen wollen, da haben wir unseren
Einstiegs-Melco im kleinen Gehäuse. Das ist das Melco N100 H20, steht für Modell N100 und H20 eben wieder die 2 Terabyte drehende Festplatte. Hinzu kommt hier eben noch das RIP-Laufwerk von Melco. Das ist ein klassisches USB-CD-Laufwerk oder Blu-ray-Laufwerk, um eben bestmöglich die RIPs auch auf die Festplatte zu kriegen. Funktioniert auch erstaunlich gut mit Fremdsoftware an sämtlichen Rechnern. Also einfach mal ausprobieren. Was sonst noch neu hinzugekommen ist, ist die Überarbeitung des schon bekannten HiFi-Switches S100. Also das ist jetzt die MK2-Variante. Anstatt 400er-Ports und 4000er-Ports für schnelles Internet bzw. schnelle Datenabfragen wie Rune etc. ist es hier jetzt so, dass hier mehr auf die Multimedia-Leute eingegangen wurde. Wir haben nur noch 2 langsame Schnittstellen für die HiFi-Endgeräte. Und 6 schnelle Tausender-Schnittstellen, eben für Netflix und. Zusätzlich haben beide Switche von Melco auch SFP-Aufnahmen. Das heißt, also ich kann auch über Lichtleiter SFP hinein. Der große Bruder zum gerade vorgestellten S100 ist der S10. Den gibt es jetzt schon seit 1,5, fast 2 Jahren. Hier hat man nochmal alles in die Waagschale gelegt, was ging, um im Endeffekt... ich habe ein externes Netzteil, ich habe hier ein überarbeitetes Netzteil, hier unten ist der Switch, überarbeitetes Board und hier jetzt traditionell, weil das eher für die HiFi-Kunden ist, sozusagen wieder die 4-Port, also 400er-Port und 4000er-Ports vorhanden. Ja, das wäre es seitens von Melco gewesen für diese Messe. Ich wünsche noch viel Spaß bei den weiteren Videos und sage adieu.